Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Workers and Resources hier auf dem Kanal. Ich grüße euch, schön, dass ihr den Weg hergefunden habt. Wir gucken gerade, dass wir noch ein bisschen Optimierungsarbeit leisten, dass wir die Nadelöhre, die wir hier haben, wie hier oben, einfach ein bisschen verbessern, indem wir mehr Arbeitskräfte, die ja frei sind oder sein sollten zumindest, dass wir die rüberschieben. Ich gucke jetzt gerade mal, wir sehen doch bestimmt drei Arbeiter ohne Job. Ein Arbeiter ohne Job. Das ist hier relativ okay. Hier oben können nicht arbeiten, weil es keinen Kindergarten gibt. Kein Strom. Krankheit. Hier oben ist gar nicht mal so schlimm. Können nicht arbeiten, weil es keinen Kindergarten hier gibt. Können wir vielleicht für die Kinder hier oben noch einen Kindergarten bauen? Das wäre doch eine geile Idee eigentlich, oder? Das wäre doch eine mega geile Idee eigentlich. So, mal ein paar Straßen noch hier durch, damit das einfach besser läuft. Aber das fände ich jetzt hier... Oh, es schwankt schon wieder. Netz. Kollabiert. Okay, das ist schnell gemacht. Mit dem Kindergarten, der kann auch sofort angefangen werden. Die Leute arbeiten hier. Ja. Stromspannung eskaliert gerade total. Da müssen wir jetzt weniger verkaufen, damit wir mehr Strom haben. Weil wir geben ja, glaube ich, auch hier relativ viel an Stromeskalation aus. Warte mal kurz. Behalte mal den Strom hier. Ein Megawatt, 2,37 Rubel im Export. Jetzt gucken wir mal gerade. Wenn wir jetzt 100% verkaufen, bleibt trotzdem noch Strom da. Ich mach das jetzt mal folgendermaßen. Ich will das mal sehen, was passiert. Wir verkaufen jetzt richtig, gerade richtig viel Strom. Nachts aber ist das Problem eher da. 22 Leute arbeiten hier. Jetzt kommen sie wieder. Füllt sich langsam. Hier ist gar nichts. Da ist der. Ach, da steht bestimmt eine Zisterne, ja. Das sollte man öfter offen halten. Momentan das Netz hält sich vehement. Die 10 Megawatt würden wir verkaufen. Wir produzieren halt noch mehr, ne? Also wir produzieren so jetzt unter dem Aspekt gerade einfach nochmal deutlich mehr Strom. Wir produzieren bei maximaler Produktion, wenn wir wirklich alle Leute drin sind, 1400 Megawattstunden und hier haben wir halt 10 Megawatt Stunde. Ich weiß nicht, ob das so... Naja, mal gucken. Also momentan hält sich zumindest. Ich warte jetzt auf die Nacht nochmal ganz kurz. Das sollte jetzt relativ schnell gehen. Die Sonne, glaube ich, geht gerade unter auch. Dann gucken wir nochmal, weil die Leute gehen ja auch oft nach Hause und dann kollabiert uns ja das Netz. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das damit eintrudeln können. Hier laufen ja viele Leute auch hin in die Arbeit. Manch einer geht natürlich, ist klar. Aber aktuell verdienen wir relativ gut dran. Nee, da wollte ich nicht angraben. So. Das wollte ich haben. Ah, nein. Okay. Dieses Jahr. Export. Strom. Und jetzt seht ihr mal, was wir mehr exportieren dieses Jahr. Ey, ohne Witz, an Bitumen haben wir fast 300.000 dieses Jahr verdient. Und das ist Oktober, das ist okay. Aber am Strom, meine Lieben, da geht halt nochmal richtig was, ne?
Wie schaut denn eigentlich das Endergebnis aus? 50.000 Minus haben wir gemacht, aber wir haben auch viel gekauft. So, der Sonne sollte jetzt eigentlich langsam rumgehen. Wie schaut es hier unten aus? Ja, jetzt wird es weniger. Jetzt wird es wieder mehr. Jetzt gucken wir mal. Die Sonne geht unter, die Lichter gehen an. Zumindest bald. Dann gucken wir mal, ob hier der Saft hängt. Oder vielleicht ist es ja auch ein anderes Problem, das hier ist. Wir warten noch Arbeitskräfte, okay. Aber momentan ist es so völlig in Ordnung. Es sind 11 Leute hier. 10, 9, jetzt gehen viele heim. Die Leistung sinkt. Wir produzieren jetzt nur noch 12 Megawatt. Und jetzt sehen wir langsam, dass bei der Verarbeitungsanlage... Ach, die produziert gerade, um nachzulegen. Hält sich momentan noch echt wacker. 8 Leute nur noch. Ich glaube, wir dürfen nie unter so aus 7 Leute kommen. Ich glaube, da ist der Fehler einfach auch drin. Aber ich lasse das mit dem Verkauf jetzt mal. Solange es gerade geht, bin ich ja happy drum. Also ich bin da wirklich dankbar auch, dass es dann so läuft. Im Augenblick, wie gesagt, kann ich nicht klagen. Außer, dass diese Dinger hier benötigt Baufahrzeug. Ja, da hängt es ein bisschen. Hier sind auch mega viele Kipper drin. Klar, ne, weil jetzt müssen erstmal Sachen fertig gebaut werden. Die einfach fehlen. In dem Fall ist es hier... Ressourcen für die aktuelle Phase benötigt, Kies verlegen, Arbeitstage. Da brauchen wir mit Sicherheit noch ein neues Baubüro. Das baue ich jetzt auch dann tatsächlich. Nee, anders. Ich baue jetzt tatsächlich nochmal eins her. Weil das hat einen Effekt, meine Lieben. Und ich glaube, der Effekt heißt in dem Fall, wir müssen jetzt nochmal Ressourcen für Arbeiter hinzufügen, für Kies, tap, 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 tap. Fertigbaupaneele gehen noch nicht. Wo haben wir es? Da hinten ist das Außenlager. So, jetzt haben wir das Maximum zugewiesen. Und die sollen, was sollen die sich holen von hier oben? Die sollen bitte auch möglichst Gebäude können sie nicht machen oder sollen sie sich zumindest nicht drum kümmern. Ich will jetzt wirklich Straßenverkehrswege organisieren. Das ist mir jetzt gerade wichtiger. Damit da der Bau hochgezogen werden kann. Damit die anderen Gebäude oder die anderen... Obwohl, das ist eigentlich völlig egal. Oder die sollen unterstützen. Das ist eine Unterstützungseinrichtung. Also, wir brauchen erstmal ein Fahrzeug, das Arbeitskräfte hin und her bringt. Dann brauchen wir einen geschlossenen LKW. Wenn möglich, natürlich auch mit viel Leistung. Wobei, den brauchen wir hier tatsächlich nicht, ne? Brauchen wir auch den, aber, ne, pass auf, dann brauchen wir hier Kipper. Die brauchen wir jetzt nicht so viel, weil die stehen ja hier schon rum. Offener LKW, jo. Dann brauchen wir einen Bulldozer. Das brauchen wir ganz viel. Ein Straßenkran. 8 Tonnen. Einen Straßenkran können wir auch mal kaufen. Der wird auch ab und zu gebraucht. Bagger. Betonmischer. Der steht aber hier schon auch rum. Auch hier ein Deckenfertiger. Eine Walze. Und ein Turmdreher. Schaut gut aus. Unterstützendes Ding. Die werden natürlich auch viel jetzt Pause machen, ne? Weil sie einfach auch nicht anders können, ja? Aber, guck mal, jetzt sind da ganz, ganz viele Sachen auch unterwegs. Und die kümmern sich halt, ne? Schau mal, wie die abgehen. Wie ein Schnitzel im Sommer auf einer heißen Herdplatte. Hier wird gerade gebaut, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das ist genau das, was ich sehen will hier. Fortschritt. Progress, meine Lieben. Das muss her. Und das macht's jetzt auch. Weil das Zeug wurde jetzt verteilt. Damit waren die natürlich arbeitslos, ja? Weil die nichts mehr zu tun hatten, weil ja alles rumgelegen hat. Jetzt gehen die natürlich mit ihren Jungs hier auf Tour. Und kümmern sich natürlich da nochmal richtig krass drum. Und da sind ja jetzt auch ein paar, also, ne,
Auch die Deckenfertiger fahren natürlich los und so weiter. Kipper brauche ich jetzt an der Stelle keine, habe ich ja hier schon genug. Weil ich jetzt weiß, dass die sich unterstützen, gebe ich da jetzt auch erstmal nicht so viel, Wert auf das Ganze. Ach, guck mal hier, der Kran ist tatsächlich auch schon unterwegs. Und der baut auch hier schon. Das klappt schon mal ganz gut. Okay, bin ich happy. Happy. Okay, das zuckt ein bisschen ab und zu. Da sind aber 14 Leute drin, das ist gut. Hier sind 11, das ist auch in Ordnung. Hier sind auch ein paar, ist auch okay. Nicht geil, aber okay. Wie schaut's bei euch aus? Rohstoff, ja, der Erze ist ein bisschen mager, ne? Ja, da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Also es lässt jetzt gerade ein bisschen nach, aber ich hoffe, da kommt jetzt einfach gleich nochmal ein Haufen neuer Arbeitskräfte her. Wobei, das wird schon, glaube ich. 18, jetzt steigt es wieder. Okay, haben nichts gesagt, weil die müssen das nämlich ein bisschen auffangen. Gut, wenn hier jetzt noch irgendwo einer steht, dann ist es natürlich schwieriger, aber okay. So, ja, wie gesagt, 5, selbst wenn da nur ein Trümmer drin liegt, ist das schon mal viel wert, ne? Und jetzt, wie schaut es bei euch aus? Jo, fertig, ja? Schaut schon gut aus. Hier wird gebaut, ne? Deckenfertiger unterwegs. Auch hier steht noch einer rum. Man hat auch noch mal ordentlich dabei. Kommt er jetzt zur Unterstützung? Kommt er, super. Ja, hier geht's ab wie sonst was. Also auch das klappt. Die Kipper machen da halt einen echt massiven Unterschied, ne? So, jetzt muss eine Walze her und dann haben wir es eigentlich, oder? Die kommt wahrscheinlich auch von oben nach. Jo, da ist es schon. Super. Na, hier ist jetzt die Grundlage, ist gebaut. Der Kies ist als Unterlage gelegt. Und dann können die gleich weitergeben. Na, dann kann der nächste Deckenfertiger bis Asphalt sich hier hinsetzen und kann da zuschauen. Das klappt an der Stelle auch. Wir müssen bloß wieder mal unseren Zug rechtzeitig losschicken. Dafür, Hauptsache, der bewegt sich mal ein bisschen. Der braucht Auslauf. Na, hier wird auch schon weiter gebaut. Ne? Der nächste Zubringer wird gemacht. Dann kann sich auch das nächste Baubüro um diesen Aspekt quasi kümmern. Hier steht auch noch einer rum. Der verbindet dann immer weiter, immer mehr Zwischenteile, die dann aufgebaut werden können. Hier wird gebaut. Ah, ist so geil, wie das läuft. Ich stehe da voll drauf. Wie schaut es eigentlich mit unserer Verbindungsstraße hier unten aus? Die ist gut geworden. Wenn man hier reinguckt, kommt die hier an. Dann geht die hier so ein bisschen durch den verschlungenen Wald durch. Sieht wahrscheinlich doof aus, ne? Dann kommt die hier raus beim Eisenbauamt. Eisenbahnbauamt. So, jetzt. Hat sich gerade schon schwierig angehört. So, hier fährt der Junge. Kumpel. Ja, und die sind hier permanent unterwegs. Das ist so geil, wenn man denen zuschaut. So, der nächste ist weg. Ab dafür. Der macht den Sack jetzt hier zu. Fehlt hier 0,3 Asphalt. Echt jetzt? Ist halt schon ein bisschen mager. So, der walzt das hier noch platt. Jetzt ein paar Arbeitsschritte werden hier gemacht. Nice! Schau mal hin, jetzt haben wir da 3 Asphaltstraßen. 1, 2, 3, 4. Hier ist die 5, da ist die 6. Asphaltstraße, ist hier in Arbeit. Der wartet hier auch gerade tatsächlich noch auf Konstruktion. Ja, so mag ich das. Na, die Walzen sind auch da. Die machen das, die kümmern sich da auch schon parallel drum. Ah, wenn das mal funktioniert, ich bin dann so happy jedes Mal. Wenn das hier funktioniert, dann können wir endlich an dem Ding arbeiten. Und das wird auch so schnell hochgezogen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was natürlich ein bisschen braucht, ist das Ding. Aber auch da wird es langsam besser. Wenn das Ding hier mal fertig ist, meine Lieben. Ich bin da... Das geht so schnell, wird das gerade abgewurschtelt, weil da gerade mal ein bisschen Stahl reinflubbert. Wenn das mal fertig ist, dann mache ich 3 Kreuze. Weil das verschlingt gerade unseren ganzen Stahl, den wir haben. Und zwar alles. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich viel. So episch aus bei Nacht mit den ganzen Lichtern in der Stadt.
Wenn wir jetzt noch Straßen mit Straßenlaternen hätten, dann wäre es geil. Aber wir sind momentan viel zu sehr auf Strom angewiesen. Wir verdienen zwar Geld, aber wir sind zur Zeit zu arg auf Strom angewiesen. So, was haben wir hier? Ein Konstruktionsbüro ist hier. Hier sind halt schon zwei Konstruktionsbüros. Das merkst du halt einfach. Der Bau geht dann viel schneller. Haben die hier unten den Kindergarten eigentlich schon hochgezogen? Nee, aber die Straße davor steht schon. Das ist doch, das wird jetzt bald kommen. Das weise ich jetzt mal auch gleich irgendwie in einem Bauamt aus der Stadt zu. Nicht das. Das da. Die sollen gleich mal mit dem Kindergarten anfangen. Da haben die bestimmt was zu tun noch. Alter Schwede. Heute ist der Sprit gerade günstig. Sprit ist günstig, meine Lieben. Hä? Da geht's gerade rund. Ja, wenn dann alle Fahrzeuge gleichzeitig Benzin brauchen, ist ein bisschen peinlich. Aber gut. Das löst sich auch relativ schnell auf. Das schaut jetzt im ersten Moment immer voll dramatisch aus. Aber da sind letzten Endes drei Zapfsäulen. Eine oder vier sogar. Oh, warte mal. Der ist im Autokauf? Ah, jetzt er. Die haben den leer gekauft. Ich werde ja bekloppt. Okay, die kaufen die Zisterne hier leer. Das war jetzt eigentlich nicht so gedacht. Wieso produzieren wir auf einmal so wenig hier unten? Ein bisschen Angst, dass diese Rohrleitungen nur noch mit Pumpen funktionieren. Weißt du, wie ich meine? Dass wir hier Pumpen brauchen. Bei hier ist ja gar kein Problem eigentlich. Jetzt lass mal ganz kurz gerade schauen. Eine Sache muss ich noch überprüfen, auch wenn das jetzt ein bisschen Geld kostet. Rohrpumpstation. Mach mal ganz kurz, das passt schon so. Wir bauen das jetzt nochmal neu. Gucken mal, was passiert, weil der müsste ja eigentlich volle Kanne hier entladen. Tut aber nicht. Ich fordere jetzt einfach mal 200 Leute hier an. Einfach mal zum Testen, was passiert. Sinkt dann unsere Arbeitslosenzahl? Geht denn irgendwie in irgendeiner Form runter? Ja, die sinkt generell, ja, aber... Wahrscheinlich eher, weil die Bauaufträge hier gerade reiheweise abgeschlossen werden, ne? Hier wird auch ein Kindergarten gebaut, das ist immer gut. Zack, da ist die nächste Straße, die Querstraße bildet. Hier geht's. Das ist die wichtigste im Übrigen, dass diese Straße, die hier gebaut wird, ist tatsächlich die wichtigste Straße überhaupt. Das ist die wichtigste Straße überhaupt. Neuer Fahrzeugtyp. Ah, jetzt kommen die halt die geilen Autos. Die können wir alle noch nicht mit unserem kleinen Budget. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ziemlich schnell ziemlich cool wird. Sind hier irgendwie besonders viele Arbeitslose? 6 Arbeiter ohne Job. Aber die laufen doch da hoch, oder? Ja, die laufen bis zu dem Ding hin. Wir sollten vielleicht irgendwie nochmal... Hier unten wäre auch irgendwie eine Bushalte geil, ne? Hier laufen auch Leute her. Ich bin jetzt kurz davor, einen Zug zu kaufen und den einfach schon mal auf die Linie zu stecken. Hier wird auch tatsächlich Stahl noch angebracht. Nicht viel, was hier fehlt.
Von da, aber das brauchen wir jetzt auch nicht forcieren, weil hier auf der anderen Seite fehlt ja noch der Bau hier. Weil da müssen ja auch noch Fahrzeuge her. Aber da brauchen wir noch nicht so viel Gas geben. So, hier wird auch ordentlich an Ziegel rangebracht nochmal. Jo, da wird voll gemacht. Schön. Ja, das kommt, das wird gut. Die letzten bisschen, hier fehlt auch noch ein bisschen was und dann fehlt dann nur noch Stahl. Und dann können wir mit Stahl können wir hantieren. Da kann man zur Not auch mal ein Stückchen kaufen von. Wir machen ja gerade gut Geld. Und der soll gar nicht hier so lange rumdümpeln. Ich will, dass der gleich weiterfährt. Dass der nicht das alles leer räumt, weil es momentan einfach echt wenig ist. Ich könnte auch mal pausieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das würde man sagen, wir pausieren den Zug. Auch so eine Sache noch. Drei Arbeiter ohne Job, aber die gehen halt ja auch super easy darüber, ne? Alter. Okay, ich brauche mal, das mache ich noch. Kaufen. Zwei Fahrzeuge. Einmal den hier. Start. Und einmal den hier. So. Jetzt ist hier unten, mehr dürfe ich hier nicht draufpacken. Also das ist jetzt schon oberes Limit, was hier geht. Weil hier kommen so viele Leute jetzt dann auch an. Und das, damit werden wir hier werden wir mit den Jobs, glaube ich, richtig gut hinkommen. Hier warten noch sau viele Passagiere im Übrigen, ne? Warten hier nämlich die Fahrzeuge schon, die jetzt kommen. Und das will ich eben genau nicht haben. So, einer kommt. Der nächste kommt. Jetzt passt es wieder. Ah, jetzt, das ist einer, der fährt von einer Station zum nächsten weiter. Das ist immer wichtig. Müssen wir hier oben im Übrigen auch machen. Einer muss auf jeden Fall bis zum Kino fahren. Kino ist natürlich die Hölle los. Wobei, es geht tatsächlich gerade. Das war schon schlimmer hier im Kino. Oh, ey, im Kino ist gerade echt viel los. Also im Kino, ja. Studenten können wir jetzt mal auslagern. Oder auch nicht. Warum will hier eigentlich von den Studenten keiner rein? Studenten mit abgeschlossenem Studium. Keine Studenten in diesem Hostel. Alle. Stromspannung fällt. Aber hier ist gut voll. Okay. Könnten wir mal wieder weiter eine Forschung reindonnern. Wie viele Einwohner haben wir jetzt? Aktuell 8,4. Ich mache das jetzt mal so, dass ich ein bisschen mehr Einblick euch noch gewähre auf die letzten Minuten. Weil ich wollte ja eigentlich schon fünfmal aufhören jetzt, aber ich kann einfach nicht. Wenn wir jetzt die Gesamtbevölkerung anschauen, wir sinken ein bisschen. Wir haben wieder sehr viele Todesfälle. Was jetzt aber nicht am Essen oder sowas liegt. Das ist okay. Und wir haben sehr viele, also die Geburten fallen nur einfach gerade ab. Das ist das Problem. Ist mit Sicherheit ein wohntechnisches Problem. Gehe ich fest von aus, dass das eine Frage der Wohnbarkeit ist. Und das ist mit Sicherheit eine Frage einfach, wie viele Gebäude werden gerade fertig. Wenn hier die, weil, ne, wenn es hier jetzt noch ein bisschen cooler ist, dann kommen da auch mehr Leute her. Wenn die Stromversorgung da ist, vielleicht sogar noch viel mehr. Aber im Augenblick reicht mir da tatsächlich erstmal das Wissen, dass es nicht mehr viel kosten würde, wenn wir es fertig bauen wollen würden. Ich kann es bloß gerade noch nicht aus dem Grund fertig bauen, weil es einfach, ich will meine 4 Millionen als Bargeldreserve haben und da sind wir gerade noch ein bisschen weit weg von. Was allerdings nichtsdestotrotz immer noch bedeutet, im Übrigen, da wird gerade nicht gebaut, aber das ist okay. Was im Übrigen nichts bedeutet, dass hier gerade ist ohne Stromversorgung, Quell der Arbeiter ist leer. Warum ist das hier ohne Stromversorgung? Hängt das nicht an dem Netz dran? Das wäre natürlich richtig Blödsinn. Och, kommt, echt. Ja, das müssen wir machen. Das ist, ey. Weißt du, du willst eigentlich. Eigentlich willst du sagen, okay, es läuft alles, ich lass laufen. Eigentlich.
Und jedes Mal, wenn du eigentlich sagst, denkst du dir, ich muss mich innerlich schon gleich hauen. Aber eigentlich ist in dem Spiel nämlich immer so, ach, naja, da geht noch was. Da komme ich nie eigentlich durch. Hier komme ich hin, aber hier nicht, oder was? Och, Freunde. Vielleicht komme ich jetzt durch. Jetzt warte mal ganz kurz. Das können wir jetzt noch auf die Schnelle lösen. Und dann müsste die Straße hier durchgehen. Gibt man ein Baubüro, ist mir doch egal. Damit haben wir den Strom, damit hat der jetzt auch Strom. Wir verteilen von dem Ding wohin Strom sogar? Nur in die oberen Teile ist okay. Okay. Worauf wartet der gerade? Ach, der hat hier Asphalt hingebracht, okay. Ja, ich höre jetzt auf. So, meine Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, bis dahin, haut rein, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.